So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich Eliminierung bei Craggy Cliffs oder Salty Springs. Das Ganze empfehle ich euch halt wirklich einfach ganz simpel im Solo-Modus hinfliegen und Abfahrt. So, dann kurz in eigener Sache. Creator Code ist da, würde mich natürlich kräftig unterstützen, wenn ihr mir meinen Code eintragen würdet bei euch, wenn ihr euch irgendwas kauft. Dazu einfach in den Item Shop gehen, YouTube Family Hack eintragen, auf Annehmen drücken, bis der grüne Haken da ist, dann steht das bei euch auch hier. So, dann erstmal danke dafür. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt, wenn ich dir schon öfters mal helfen könnte. Und es gibt natürlich auch noch was zu gewinnen für euch. Nämlich einen Skin eurer eigenen Wahl oder Battle Pass aus dem Item Shop. Am besten hierfür mir direkt eine Freundschaftsanfrage schicken an yt-family-hack. Dann auf Absenden, keine Panik, ich nehme die auch an. So kannst du dann auch bei den Custom-Spielen mitmachen und so weiter und so fort. So, warum die Freundschaftsanfrage? Aus einem ganz einfachen Grund. Falls du jetzt gewonnen hast, sage ich jetzt mal, und du willst diesen Skin haben, dann suche ich hier deinen Namen raus. Nehmen wir mal als Beispiel, du heißt Amuti. Du wärst das jetzt hier. Dann kann ich dir das Geschenk erst in 2 Tagen schicken. Dann ist aber der Skin nicht mehr im Shop. Deshalb bitte so schnellstmöglich eine Freundschaftsanfrage rausschicken, damit wir so lange wie möglich befreundet sind und ich dir dann aus dem aktuellen Shop auch was schenken kann. So, dann erstmal, das war nämlich dann das. Dann, wie gesagt, wir gehen in eine Solo-Runde rein. Wir müssen entweder Craggy Cliffs 3 Kills machen oder ins Salty Springs. Ich zeige euch nur gerade schnell auf der Map, wo die 2 Orte sind. Weil ich denke einfach, Solo ist eigentlich das Einfachste. Ihr könnt es auch im Gruppenkeile probieren, aber da müsst ihr Glück haben mit der Zone und etc. pp. Klar, wenn ihr Glück habt mit der Zone, ist alles schön und gut, aber in den meisten Fällen hat man da eben kein Glück. So, und ihr seht hier gerade mit dem Motorboot. Ich habe schon 439 Schaden, also hat in dem letzten Video, was ich auch hochgeladen habe, doch recht gut geklappt am Ende. Guckt einfach das Video ziemlich am Ende an, dann seht ihr, wie ich den Schaden mache. Am Anfang hat es ja nicht so gut geklappt. Aber ihr müsst euch halt wirklich einfach auf ein Boot draufsetzen und versuchen, die Leute anzuschießen. Im Prinzip, ihr müsst 10 Hits machen mit dem Motorboot. Also die Aufgabe, wer die sich ausgedacht hat, der gehört eigentlich. Ja, ihr wisst schon. So, dann gehen wir mal rein in die Runde. Wie gesagt, Craggy Cliffs und Salty Springs. Da müssen wir die Kills machen. Mal gucken, wie schnell ich sie hinkriege. Vielleicht habe ich schon wieder Glück und kriege es in einer Runde hin. Aber ich bezweifle es. Ihr wisst ja selber, wie gut ich in Fortnite bin. Es wird zwar langsam immer besser, aber da gibt es auch ruckzuck irgendwelche Hänger. So, Salty Springs ist da. Und Craggy Cliffs ist hier oben. Da wir jetzt die Route hier haben, versuche ich natürlich dahin zu gehen. Aber da Solo ist, könnte es sich auch lohnen, eher hierhin zu fliegen, weil da eventuell die Bots mehr hinfliegen. Ist halt jetzt eine Auslegungssache, aber es hat natürlich auch mit Glück zu tun. Wir probieren es jetzt einfach in Salty Springs, probieren da einfach mal unser Glück. Geht ja auch darum, dass ihr überhaupt erstmal wisst, wo ihr hinfliegen müsst. Also wie gesagt, entweder Salty Springs oder Craggy Cliffs. So, dann probieren wir unser Glück mal hier. So, die berühmten 1000 Meter und raus. Wäre natürlich schon nice, wenn da jetzt am besten in meinem Fall 3 Bots landen würden. Wäre ich schon mal happy, hätte ich die Aufgabe nämlich auch schon mal, weil ich weiß nicht, die Woche hier, meine ich das nur, oder sind die Aufgaben nicht ganz so leicht? Man weiß zwar, was man machen muss, aber das Umsetzen, finde ich, ist die Woche echt ein bisschen schwieriger. Genauso wie die Kisten in den Außenposten. Alles dauert halt irgendwie ein bisschen schwer lang, habe ich das Gefühl. So, wir landen hier. Safe schon mal nicht alleine. Ist halt jetzt die Frage. Da unten ist, glaube ich, schon ein Bot. Aber wir wissen ja nie genau, ob es einer ist. Er ist oben am Rumrennen. Da haben wir schon mal den ersten Kill. Haben auch Glück gehabt gleichzeitig. Ein bisschen Leben wäre jetzt mal nicht schlecht. Aber natürlich werden wir jetzt hier kein Leben mehr finden. Ah, vielleicht können wir einen. Scheiße.
warte. Ja, klar, danke schön. Aber wie gesagt, genauso muss es halt ablaufen. Nur halt drei Kills machen. Müssen auch nicht in einer Runde sein. Können auch in aufeinanderfolgenden Runden sein. Ich probiere das Ganze jetzt einfach noch einmal. Wie gesagt, es ist halt einfach Glück. Wenn ihr Bots dabei habt, kann es sein, dass ihr es in einer Runde macht, wenn ihr natürlich Pro-Gamer gerade mit drin haben. Die natürlich jetzt auch gerne dahin fliegen, weil die genau wissen, ha, da fliegen auch die schwächeren Spieler jetzt hin, weil sie die Aufgabe machen müssen. Von daher werdet ihr da alles Mögliche treffen. So, gehen wir mal direkt rein. Also ihr seht hier unten die Motorboote im Arena-Modus. Benutzt sie bitte nicht, weil sie da halt nicht da sind. Wieso, weshalb? Keine Ahnung, weil OP sind die Boote ja schon mal definitiv nicht. Weil mit ihren 50 Schaden, das ist ja in Anführungszeichen nix. Also da hätten sie auch die Aufgabe machen können mit 200 Schaden. Hätte in meinen Augen auch vollkommen ausgereicht und die Leute wären trotzdem beschäftigt gewesen. Also 500 Schaden finde ich da echt ein bisschen zu viel. So, Flugroute, oh je. Ja doch, Salty Springs müsste wieder klar gehen. Gucken, ob wir da vielleicht noch einen Kill hinkriegen. Vielleicht sogar zwei, dass wir die Aufgabe nämlich fertig haben, weil, wie gesagt, ich komme heute nicht wirklich voran. Ihr seht ja, mit dem Motorboot fehlt mir noch was. Oben die Aufgabe werde ich gleich mal gucken, wen ich aus der Community finde, der das mit mir machen will. Weil das mit dem Wiederbeleben habe ich ja schon mit meinem Sohn gemacht, der natürlich da logischerweise auch gerne hilft. So, dann gehen wir mal rein. Wie gesagt, nochmal Salty Springs oder halt Craggy da oben. Wir fliegen aber hier hin. Einfach in der Hoffnung, dass wir zwei nette Bots finden, die wir einfach so wegholen können. Aber ich bezweifle es. Weil wie gesagt, die Pros werden jetzt ja auch relativ oft hinfliegen, weil die genau wissen, ah, da laufen jetzt auch die Schwächeren rum. So, wie sieht's aus? Ah, hier kommt einiges mit. So. Gucken diesmal. Gehen wir da hinten in das Haus. Ich hoffe, einer hat nicht eine bessere Route als ich. Ah, einer fliegt definitiv safe mit mir. So, Waffe ist schon mal okay. Wenn ich jetzt noch eine Pump finde und eine AR, bin ich glücklich. Und am besten noch ein Biggie. Ich darf natürlich auch nicht zu lange warten. Sonst sind nämlich alle wieder hochgeheilt. Gott, jetzt suche ich hier gerade die Treppe für runter. Am besten ist halt wirklich irgendwo in den Kampf einmischen und quasi abstauben. Hier holt die Kiste jetzt direkt so runter. So, die Minis holen wir uns aber auf jeden Fall. Hallo? Nimm doch die Minis. Was zeigt der mir denn da so komisch an? Ja, da hinten sind schon mal zwei normale Spieler. Ich sehe auch keinen. Ach, das war halt klar, meine Chance nicht genutzt. Ich muss aber auch mal schneller schießen, ey. Ah, da mischt sich noch einer ein. Gucken, vielleicht. Bei so Pros will ich halt ungern mitwirken, ey. Beziehungsweise heißt Pros, aber halt welche, die gut bauen können. Wir probieren es jetzt einfach mal. Entweder oder. Ja, das war's schon an der Stelle. Komplett. Ja, leck noch. Nicht ein Schuss trifft. Ja, das war's an der Stelle. So sollt ihr es halt nicht machen. Ja, er hat natürlich auch direkt die Dings, die Aug. Dann hoffe ich, dass ihr mehr Glück habt als ich. Ich werde es natürlich ein bisschen weiter probieren, dass wir die nächsten Aufgaben bekommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß noch.